Hallo und herzlich willkommen bei Zuglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Egal, ob ihr uns zum ersten Mal hört oder ob ihr zu unseren Stammhörern zählt, wir freuen uns, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Wir freuen uns auch über euer Feedback und eure Rückmeldungen zu unserem Podcast. Wir freuen uns auch, wenn Werbekunden unter euch sind, die unseren Podcast als Werbeplattform nutzen möchten. Wie das alles geht, lest ihr in der Folgenbeschreibung. Jetzt aber genug der Einleitung. Heute beschäftigen wir uns mit einem Tier, das für Südtirol steht wie wenige andere. Der Gastheim für meinen Podcast ist der Michael Gruber. Michael Gruber ist vom Haflinger Pferdezuchtverband. Michael, grüß dich. Hallo, grüß dich. Stell uns mal bitte den Haflinger Pferdezuchtverband vor. Was ist denn deine Rolle, Sam? Und was für Rassenbetreuter und wie viele Mitglieder hat er und so weiter? Also der Südtiroler Haflinger Pferdezuchtverband ist eigentlich die Zuchtorganisation für die Rasse Haflinger und Neuka. Das sind unsere zwei Hauptrassen. Er ist im Jahre 1953 gegründet worden, ist damals aus lokalen Genossenschaften hervorgegangen, die früher sich um die Pferdezucht gekümmert haben, in die Gebiete draußen, also nicht in der Peripherie draußen sozusagen. Und daraus ist dann ein Zusammenschluss gemacht worden und der Haflinger Pferdezuchtverband gegründet worden. Es gibt den Zuchtverband also seit 70 Jahren. Natürlich hat sich in dieser Zeit, in den 70 Jahren, sehr vieles verändert und die Aufgaben sind natürlich sehr vielfältig geworden. Und ich persönlich führe den Zuchtverband seit 1995 als Geschäftsführer. Mhm. Wie ist denn der Verein organisiert? Du hast vorher gerade von Gebieten geredet. Gibt es die Gebiete allem noch? Von der Organisation, vom Verband her? Ja, also der Zuchtverband hat heint rund 800 Mitglieder. Wir haben weiterhin die örtlichen Zuchtvereine, also in die Gebiete draußen, in die Gemeinden draußen, schließen sich die Züchterinnen und Züchter zu Vereine zusammen, haben dann lokal draußen ihre eigene Aktivität, Vereinsaktivität, betreuende Züchter, aber die Mitglieder seien direkt Mitglied beim Zuchtverband. Das heißt, die Zuchtvereine seien irgendwo eine untergeordnete Struktur des Verbandes. Sie helfen natürlich sehr viel mit, dass wir in der Peripherie draußen aktiv sein können. Aber sie haben jetzt nicht direkt die Einbindung, dass die Zuchtvereine Mitglieder sind, sondern jeder einzelne Züchter, jede einzelne Züchterin ist Mitglied beim Zuchtverband. Was ist denn für die aus deiner Sicht so das Besondere am Haflinger am Pferd? Weil ich denke mal, von der Kuh kriegt man der Milch und der Fleisch, von der Hand kriegt man der Gaggerl, von Haflinger. Ja, von Haflinger kriegt man halt eine Menge Emotionen. Ja. Also es gibt positive Emotionen und negative, aber was bei uns bei Züchtern natürlich allen der Fall ist, sie sind einfach mit sehr viel Leidenschaft dabei, mit sehr viel Herzblut dabei. Und wenn man in der Geschichte stöbert, wenn man sich das ein bisschen umschaut, dann ist das allem schon so gewesen. Der Haflinger hat in der Gesellschaft allem schon eine ganz zentrale Rolle gespielt. Er ist natürlich als Tier angesehen worden, aber er ist auch als Familienmitglied angesehen worden. Und das hat sich über die ganzen 150 Jahre, sagen wir mal so, wo man den Haflinger in Südtirol züchtet, nicht geändert, wenn sich auch seine Rolle geändert hat. Aber das Pferd ist einfach ganz, ganz stark verwurzelt. Und das Besondere, wie du mich fragst, ist von mir aus gesehen, dass es imstande ist, auch verschiedene Schichten zu verbinden. Wir sehen das bei unseren Mitgliedern. Wir haben das bäuerliche Mitglied, wir haben den Unternehmer, wir haben den Arbeitnehmer, wir haben die Jugend, wir haben den Senior. Also das Pferd verbindet irgendwo in Südtirol, aber nicht nur in Südtirol, die Gesellschaftsschichten. Das ist eigentlich ganz eine tolle Sache, dass ich sagen, weil man sieht ja Haflinger eigentlich überall. Also, ich finde es eine tolle Sache und das Haflinger Pferd ist halt generell positiv besetzt. Also wenn man gewisse Krisen hat in gewisse Bereiche, dann wird das Haflinger Pferd sehr selten irgendwo abgestoßen, dass man sagt, so, jetzt kann ich mir das nicht mehr leisten, weil von mir als Futter zu teuer ist geworden oder weil, keine Ahnung, eine Preissteigerung da ist. Das hat man eigentlich nie erlebt. Wir haben allem konstante Bestände. Wir haben natürlich eine Veränderung. Wir haben das Pferd gezüchtet nach den Bedürfnissen. Wir haben vielleicht die Wertigkeit vom Pferd selber gesteigert, weil wir natürlich das Pferd dann in andere Bereiche einsetzen, aber es hat allem den Status erhalten und das ist ganz, ganz interessant festzustellen über die ganzen Jahre, über die 150 Jahre, was eigentlich geprägt sein gewesen durch zwei Kriege, durch verschiedene, sage ich mal, wirtschaftliche Krisen. Der Haflinger hat sich ganz perfekt in die Gegenwart
gerettet sozusagen. Wie läuft denn das ab? Was sind denn so die wichtigsten Schritte, wenn es jetzt um die Zucht von einem Haflinger Pferd geht? Wo ist ja als Verband natürlich viel zu tun habst damit. Ja, Zucht ist, wie du sagst, sicherlich von uns eine Säule, sagen wir mal, eine Kernaufgabe. Das ist eigentlich unser öffentlicher Auftrag. Wir haben ja den öffentlichen Auftrag, dass wir in Südtirol für die Zucht des Haflingers und natürlich auch des Noikers sorgen. Jetzt, ich erwähne natürlich den Haflinger primär, weil er auch von der Population her stärker vertreten ist als der Noiker, aber die gleiche Leidenschaft haben wir natürlich bei den Noikerzüchtern wie bei den Haflingerzüchtern. Die Zucht ist sehr zentral. Also bei der Zucht natürlich richtet man sich der weltweiten Tendenz aus. Also man steht jetzt nicht als Südtirol alleine da mit einer gewissen Vorstellung, sondern die Rasse ist ja definiert. Man hat Grundsätze. Die Grundsätze sind durch unseren Verband in Zusammenarbeit mit dem Tiroler Verband und mit dem italienischen Nationalverband festgelegt worden. Das ist ja eine EU-Vorgabe, dass ein Zuchtverband muss die Kriterien von der Rasse definieren, wo er sagt, dass er von der Rasse das Ursprungszuchtbuch führt. Das haben wir gemacht. Das heißt also, da muss man darauf achten. Natürlich muss man dann den Züchtern Motivation geben oder behilflich sein, dass sie motiviert sein. Und zwar braucht es neben der Zuchttätigkeit natürlich sehr viele Veranstaltungen. Es braucht Gelegenheiten, sich zu messen. Es braucht Wettbewerbe. Es braucht einfach, wie ich vorhin gesagt habe, Motivationsschübe, aber Emotionen. Und das ist nicht allem leicht. Sehr viele sind meistens erfreut oder zum Randers. Wenige sind erfreut und viele sind natürlich auch enttäuscht, weil die Erwartungen auch in der Zucht sehr hoch sind und natürlich nicht jeder an der Spitze stehen kann. Aber das ist sehr wichtig, dass man die Szene lebendig haltet durch Brot und Spiele im Prinzip. Also man muss den Züchter was geben, dass sich messen kann, dass er eine Gesellschaft bildet. Was sind denn so im Leben von einem Pferd so die wichtigsten Punkte, wenn du sagst, am Anfang ist ja Fohlen und dann macht das bald mal irgendwann einmal aufgenommen irgendwo? Ja, bei uns sieht man, oder überall in der Zucht sieht man natürlich, dass es mit der Deckung beginnt, nicht? Also wir haben Zuchthengste, die was einen gewissen Typ verkörpern sollten, also das Zuchtziel verkörpern sollten, sowohl phänotypisch als auch genotypisch, dass man Wert legen, nicht nur, wie der Hengst jetzt durchsteht in seinem Exterieur, sondern auch, was der natürlich genetisch, was für eine Veranlagung hat. Dann sind die Züchter natürlich sehr fortschrittlich, versuchen ihre Stuten zu paaren, halben mit dem Blick auf den Markt, also sie wissen, was werden jetzt auf dem Markt gefragt, was seien die Linien, die was jetzt einen gewissen Preis erzielen. Also mit dem Deckern fängt das Ganze an. Das ist im, sagen wir mal, von 1. Februar bis in Juli, sehr gerne so März, April. Dann ist im Herbst die Fohlenerhebung ganz ein wichtiger Moment für uns. Das betrifft dann praktisch den Jahrgang, der im Jahr vorher gedeckt worden ist. Also die Fohlen kommen zur Fohlenerhebung und da muss man wieder, oder da kann man wieder feststellen, dass der Verband eigentlich zwei wichtige Aufgaben hat. Einmal hat er die Aufgabe, die Pferde zu kennzeichnen, also rein seine institutionelle Tätigkeit. Da werden die Fohlen gekennzeichnet, da kriegen sie den Mikrochip eben, da kriegen sie den Fohlenbrand. Da kriegen sie den Pferdepass und der Verband schaut, dass die Daten dann in der Datenbank drinnen sind, dass das alles passt. Das ist eine institutionelle Tätigkeit. Auf der anderen Seite interessiert das den Züchter relativ wenig, weil der weiß, ich kriege vom Verband den Pass und bin in Ordnung. Ihn interessiert ja die Reihung, die Prämierung, wie schließen noch, geht mein Fohlen zum Fohlenchampionat, kann ich es dann beim Fohlenchampionat eventuell gut platzieren und daraufhin gut verkaufen. Das ist das nächste Moment. Dann passiert eigentlich in den nächsten zwei Jahren vom Herdebuch her gesehen relativ wenig, weil es Fohlen aufwächst. Es gibt dann schon Wettbewerbe dazwischen, aber ich habe mit dem Herdebuch da wenig zu tun. Und mit drei Jahren ist dann die Stammbucheintragung, die was wir jetzt dann im April jedes Jahr haben. Und da kommen dann die Stuten dreijährig und werden praktisch vom Rassexperten bewertet, exterieurmäßig. Was wir dazu genommen haben in den letzten Jahren in Zusammenarbeit mit der Universität Bozen, ist die Wesensbeschreibung, also Charakterbeschreibung, weil wir eben sagen, das Pferd soll natürlich schön sein, also korrekt im Exterieur, aber es soll natürlich auch im Kopf klar sein, dass man mit dem Pferd nachher arbeiten kann, dass es verlässlich ist, dass es eben zuverlässig ist und dass leistungsbereit ist. Dann, wenn die Stute bewertet ist, dann ist sie eingetragen und beginnt praktisch ihre Karriere als Zuchtstute oder vielleicht als Sportstute. Das Gleiche gibt es aber die Hengste. Die Hengste werden im Frühjahr bei der Körung eben bewertet und vom Rassexperten vorgestellt. Ja, und dann schließt sich der Kreis. Die Hengste gehen nachher weiter, machen ihre Leistungsprüfung, entweder
eine normale Feldprüfung oder meistens eine Stationsprüfung. Das machen wir zusammen mit ausländischen Prüfungseinrichtungen. Und ja, dann macht der Hengst seine Karriere, dann wird er langsam 5-6-jährig, dann wird er so ein bisschen fertig und nachher geht er entweder in Sport, weil er vielleicht in der Zucht jetzt nicht so optimal ist, oder er geht stark in die Zucht. Und dann schließt sich so der Kreis. Und wenn man dann schaut, also von der Geburt bis zum natürlichen Ende, sage ich mal, von einem Pferd, vergingen nicht selten 40 Jahre. Also wir haben Pferde, wir haben meistens Stuten, die was weit über 30 Jahre alt sind. Und das ist schon beeindruckend, dass das praktisch so das Lebensbuch von einem Hafling eigentlich ist und in der Dauer drinnen sehr viel, normalerweise sehr viel Freude macht, sehr viel erledigt irgendwie und in vielen Fällen halt einfach auf dem Hof ist und vielleicht einen Urlaub auf dem Bauernhof bereichert oder einfach, ja, ein schönes Bild abgibt auf der Wiese draußen. Du hast ein bisschen schon angesprochen. Früher waren die Haflinger wahrscheinlich auch eher so die Arbeitspferde. Heute sind es Freizeitpferde, du hast den Sport angesprochen. Wie ist denn so ungefähr das Verhältnis, also zwischen Freizeitpferde und, also Zuchtpferde und Sport, die wo zusammen in Einsatz sein? Ja, ich glaube, da muss man, wie du sagst, vielleicht noch eine Unterteilung machen. Also da ist die Zucht, dann ist der Freizeitsport, wo halt ein bisschen geritten wird und ein bisschen gefahren wird. Und dann ist vielleicht der Bereich, wo jemand auf die Turniere geht, gell? Und da darf ich jetzt sagen, wenn wir von den 100% ausgehen, dann sind vielleicht 10%, was in die Turniere gehen. Danach sind nochmal vielleicht 60-70% Pferde, was eingesetzt werden, in der Freibetriebe oder daheim geritten werden. Und der Rest sind Zuchtpferde. Dementsprechend ist natürlich auch, sage ich mal, die Ausstattung für die Betriebe. Also der, was in den Sport geht, der hat dann meistens irgendwo eine Zusammenarbeit mit dem Reitbetrieb oder hat selber die Gelegenheit, hat einen Reitplatz und so weiter. Und der andere, was vielleicht jetzt Urlaub auf dem Bauernhof hat, hat dann auch die Möglichkeit, ein bisschen einen Reitbetrieb zu haben. Und die anderen haben halt den Zuchtbetrieb und züchten Fohlen und verkaufen die Fohlen. Du hast ja auch schon angesprochen, es betreut ja auch die Norica-Rasse. Wieso eigentlich die Norica-Rasse auch und wo ist denn die besonders verbreitet? Ja, die Norica-Rasse ist gegenüber den Haflinger noch viel älter als Rasse, ist ja eine der ältesten Rassen überhaupt. Da gibt's ja weit über 400 Jahre eine geregelte Zucht. Der Norica ist in Südtirol schon vertreten gewesen, hauptsächlich aber beschränkt oder begrenzt oder konzentriert auf der im Gebiet Buschertal, Gadertal, Gröden und Seitentäler von den Haupttälern. Und der Norica ist natürlich von seiner Konsistenz her, von seinem Charakter, von seinem Bau her ein viel arbeitstauglicheres Pferd als der Haflinger. Ist natürlich, braucht natürlich mehr Futter, braucht mehr Platz, ist dann ein bisschen längsamer im Ganzen, ist einfach eher so auch vom Schlag her zu den Tälern passend, muss ich sagen. Also wenn man zum Beispiel Apennins die Züchter umschaut und die Züchterinnen, die was Haflinger halten und Norica halten, da unterscheiden sie sich auch schon von ihrem eigenen Genotyp, würde ich mal sagen, weil sie schon ganz andere Charakterzüge haben und so vom Wesen her. Aber die Norica-Züchter sind wahnsinnig leidenschaftlich, haben eine Passion und haben die Zucht ganz, ganz gut weitergebracht. Natürlich, wir als Zuchtverband oder als Südtirol haben beim Norica nicht die Rolle, wie wir beim Haflinger haben. Beim Haflinger sind wir Ursprungszuchtgebiet und haben praktisch so eine zentrale Rolle. Und beim Norica sind wir natürlich auch ein Nachzuchtgebiet und richten uns an das Stammbuch in Salzburg und übernehmen aus Salzburg dann die Vorgaben, die was wir beim Haflinger eben selber machen und die anderen bei uns müssen übernehmen. Aber wie gesagt, im Verband selber ist der Norica-Züchter vertreten durch ein eigenes Vorstandsmitglied. Wir haben eine eigene Rassekommission. Der italienische Nationalverband hat auf unseren Wunsch beim Ministerium, was wir beim Ministerium hinterlegt haben, auch das Herdebuch für die Norica gekriegt und so hat man das eigentlich ganz gut geregelt alles, ja. Kommen wir zurück zu den Haflinger, es hat früher ja ein großes Jubiläum. Worauf geht denn das Jubiläum zurück und wieso finden die Feierlichkeiten in Studernsalm statt eigentlich? Ja, also der Anlass vom Jubiläum ist natürlich das 150 Jahre bestehende Haflingerrasse in Südtirol. Also vor 150 Jahren ist in Studerns eben der Stammvater geboren worden, der Folie, 249 Folie. Daraus ist dann die Rasse hervorgegangen über verschiedene Kreuzungen und ja, das wäre eine eigene geschichtliche Abhandlung. Dazu erscheint übrigens ein Buch, das unser ehemaliger Obmann Dr. Erich Messner zurzeit schreibt und zum Jubiläum natürlich vorgestellt wird.
wie soll man nach Schluderns kommen sein? Könnte jetzt zum einen sagen, es ist der Herkunftsort der Rasse und man geht zurück zu den Wurzeln. Es hängt aber auch damit zusammen, dass wir nirgendwo so gute Bedingungen vorgefunden haben. Also wir haben die bisherigen Landesausstellungen mit Meran gemacht, am Pferderennplatz. Der Pferderennplatz ist wunderbar geeignet dafür. Meran steht einfach mit dem Haflinger sehr stark in Verbindung. Aber die aktuelle Situation dort hat es nicht erlaubt, dass man dort was macht, weil die Zugänge nicht vorhanden seien, verschiedene Voraussetzungen, die was braucht, eben nicht geschaffen worden sein und es nicht möglich wurde zu schaffen. Und dann haben wir gesagt, wieso gehen wir nach Schluderns? Es ist ein bisschen entlegen, aber dann gibt es ja gutes Areal, dann gibt es Partner, die was dort eben schon die Ritterspiele organisieren, also sehr interessiert sind. Und ich muss sagen, wir sind heute froh, dass wir nach Schluderns gegangen sind, weil wir dort eine ganz tolle Bereitschaft seitens der Gemeinde und für die Vereine gekriegt haben, die was mitarbeiten. Und sonst war es gar nicht möglich, so ein Fest überhaupt unzuvisieren. Ob es uns da gelingt, müssen wir schauen. Aber halt, wir haben die Absicht, dass etwas Schönes, etwas Außergewöhnliches wird, ja. Das klingt schon ganz spannend. Meine Frage, was ich immer gestellt habe, ist, wieso das Pferd noch eigentlich nicht Schluderns heißt, sondern Haflinger. Ja, ich kann froh drin Schluderns. Genau, so fragen sich viele. Aber da gibt's auch, da gibt's wirklich interessant, auch die Erklärung. Das Pferd ist dort entstanden, hat sich aber dann in der Gegend von Meran und speziell in Hafling und am Schüttelberg weiterentwickelt. Und es gibt dann auch, sagen wir mal, in den geschichtlichen Dokumenten den Verweis, dass man gesagt hat, die Haflinger haben das Pferd, also der Haflinger Klepper. Und die Haflinger haben das verwendet dann vor allem als Saumpferd von Meran nach Haflingau und Föhrenau, wenn der Weg noch nicht gewesen ist. Und irgendwann hat es da wirklich einen K&K-Lass gegeben, wo man gesagt hat, so, und jetzt heißen wir das Pferd Haflinger. Natürlich, die Schluderbenser hatten sich wünschen, dass es Schluderbenser heißen hat, aber sie sind voll motiviert. Jetzt können wir es nicht mehr rein, dann hinten, Nori. Wie schaut denn das bei den Jubiläumsfest genau aus? Also, du hast gesagt, es sind super Voraussetzungen, was ist denn da als geplant? Also, unser Ansatz war der, wir haben gesagt, wir möchten dem mal versuchen, viele Menschen außerhalb der Szene umzusprechen. Und normalerweise ist es bei den Ausstellungen so, dass man sagt, okay, wir haben unsere Landesausstellung, 150 Jahre Jubiläum und unser Fokus als Zuchtverband geht ganz stark auf die Züchter, die was ihre Pferde herrichten und da in Wettbewerb gehen. Das ist sicherlich ein Hauptargument. Natürlich ist die Säule, die was das Ganze tragt. Aber wir sind von der Vorstellung ausgegangen, wir möchten es öffnen, wir möchten sagen, wir zeigen das Pferd allen, die was irgendeine Affinität zum Pferd haben. Und haben natürlich schon den Auftritt so gestaltet und auch das Programm. Das heißt, wir haben am Freitag die Landesausstellung. Das heißt, der Freitag ist relativ stark besetzt mit der Vorführung von den Haflingern. Wir sind total überrascht, wie viele da mitmachen. Wir haben 151 Mitglieder, die was insgesamt 250 Pferde ausstellen. Das heißt, wenn man da auch schon leider das Verhältnis Person und Pferde sieht, dann sieht man, dass nicht unzählige viele ausstellen, sondern viele zwei vielleicht ausstellen, also ein Schnitt von nicht einmal zwei. Das ist am Freitag der Hauptpunkt. Also zusammen sind wirklich die Wettbewerbe, aber es ist nur die Vorstellung und Bewertung. Also es wird nicht kommuniziert, wie sich das Pferd platziert hat, wie das Pferd platziert wird, sondern das wird im Dreieck vorgestellt. Die Richter, internationale Richter bewerten das. Und die Pferde bleiben morgen bis am Sonntag. Das heißt, wir haben über die ganze Dauer die Präsenz von sicherlich 250 Haflingen oben. Und am Sonntag kommen die Pferde nochmal rein und werden dann der Reihung unterzogen. Sicherlich ganz toll, weil die Züchterinnen und Züchter alle in Tracht sein und das Pferd natürlich super vorbereitet und wird sicher total eine tolle Schau. Natürlich verbunden alles mit Musik und da möchten wir auch, sind wir auch so ein bisschen Südtirol-mäßig geblieben. Nicht unbedingt gerade so ganz, ganz, ganz in der Tradition, sondern auch so ein bisschen moderne Musik, ein bisschen unterschiedliche Musik eben. Wir haben dann am Freitag einen Südtirol-Abend, wo wir einfach Gäste aus der Welt einladen. Das werden so 150, 200 sein und mit denen möchten wir einen Abend verbringen. Das macht zusammen mit uns die Ferienregion Oberfinchgau. Und da haben wir halt unsere Ehrengäste eingeladen oder etwas machen, dass sie eine Rolle spielen, kommen halt. Und ich glaube, das ist ja ganz wichtig, dass es Momente gibt, wo sich Ehre halt ein bisschen gehobener vorkommen als andere. Wobei das dann aufgelöst wird in einem gemeinsamen Partyabend und mit toller Musik und dann sind sicher alle miteinander. Das ist am Freitag. Am Samstag, der Samstag steht dann in der Früh, Vormittag im Zeichen der Hengste. Jetzt haben wir die Hengste-Präsentation. Dann gleich anschließend den großen Umzug.
durch die Gassen von Studenz mit alten Pferden und Wagen und Kutschen und Darsteller und Ehrengäste, Musikkapellen, also sicherlich ganz ein bäriger Umzug, weil schon Studenz selber etwas Eigenes ist. Also hat es sehr beeindruckt, wenn wir so durchgegangen sind, die Häuser, die so renoviert sein und das passt sicher ganz bärig. Vorbei am Museum, am Haflinger Museum und am Stall, wo er geboren ist, der Folie, und dann eigens zum Zelt. Und dann am Nachmittag verschiedenste Programme mit dem Pferd für Kinder, für Familien, Schauvorführungen, eine Musikeinlage von Alexander und Norbert Trier und verschiedene andere Musikgruppen. Und am Abend dann eine Haflinger Gala. Die Haflinger Gala heißt Historica, und dort werden wir praktisch das Aufwachsen, wie wir vorhin geredet haben, vom Haflinger zeigen, vom Fohlen bis zum großen Pferd und praktisch da in die Geschichte dann seine ganze Nutzung, sagen wir mal, interpretieren und vorstellen, wie der Haflinger vielseitig eingesetzt wird. Am Abend dann wieder Musik und am Sonntag dann die Vorstellung von die Schaukategorien bis hin zu dann eben Prämierungen, Ehrungen, Schaubesprechung und Abschluss. Veranstaltung praktisch beginnt am Donnerstag zu Mittag mit Randlieferung der Pferde, noch nicht fürs Publikum, für die Aussteller, und endet am Sonntag gegen 15 Uhr mit dem Abschluss, also mit den Abschiedsworten, sagen wir mal, durch den Bürgermeister und durch den Obmann vom Verband. Jetzt musst du uns noch einen genauen Termin verraten, was haben wir jetzt noch nicht gesagt? Von Termin haben wir noch nicht geredet, dann muss ich mich auch noch wieder erinnern, den Termin zu sagen. Also das ist vom 31.05. bis 2.06. 2024 in Schluderns. Wir haben es auch hoffentlich alle aufgeschrieben. Du hast jetzt schon richtig Lust gemacht auf das. Ist das jetzt das einzige Event in deinem Jubiläumsjahr oder habt ihr es zum Standwebs geplant? Wir haben natürlich die gewöhnlichen Veranstaltungen, die was parallel laufen. Ja. Wir haben jetzt in Kürze die Stammbucheintragung wieder mit sehr vielen Jungstuten. 142 Haflinger Jungstuten und 25 Neuecker Jungstuten. Die läuft vom 26. bis 28. April im Alps Kolosseum in Neumarkt. Ein weiteres Highlight sicherlich heuer ist das Europachampionat. Wir haben das Europachampionat Ende August, 22. bis 24. in Stadelbaura in Österreich, und dort sind auch ein Südtiroler Teilnehmer und Italiener, die starten, also sicher ganz eine vielversprechende Mannschaft, die wir mal schicken. Und was soll man noch? Ja, wir haben jetzt im Frühjahr zwei Gebietsausstellungen, beziehungsweise sogar drei. Also am 4. Mai ist eine Tierschau in Hafling, am 5. Mai ist eine Jubiläumsausstellung im Reckelberg und am 18. Mai ist eine Jubiläumsausstellung im Sarntal. Also Programm haben wir jede Menge und Haflinger und Neuecker Schauen kommen da praktisch das ganze Jahr. Das heißt auch jemand, wenn er jetzt Lust gekriegt hat, selber Haflinger zu züchten, kann er sich entweder selber hingehen einfach und da oder sonst halt bei einem Büro melden. Genau, wir haben eine ganz tolle Verkaufsberatung im Büro, also ein Mitarbeiter, der Franz, steht für die Zwecke sehr stark den Kunden zur Verfügung. Das haben wir auch gesehen, wir haben unsere Verkaufszahlen in den letzten Jahren sehr steigern können. Man muss sich vorstellen, wir machen im Verband ungefähr im Jahr an die 900 Umschreibungen, also Besitzwechsel. Wir machen ungefähr 300 Exporte. Also der Haflinger wird wirklich, muss man sagen, von Südtirol aus, aber nicht nur von Südtirol aus, klarweise von anderen Hochzuchtgebieten mit Tirol aus, in die Welt vermarktet. Und das Schöne eben ist, dass wir zu der Veranstaltung, von der wir vorhin geredet haben, auch schon bereits Anmeldungen da haben von Ehrengästen oder von geladen aus sehr vielen, sagen wir, Ländern der Welt. Und sonst so Nachwuchsprobleme gibt es bei den Züchtern jetzt auch keine? Also. Nein, haben wir eigentlich nicht. Wir sind sogar im Stand, das Durchschnittsalter zu senken. Normalerweise müssen sie steigen. Nicht? Aber wir machen immer so ein bisschen eine Analyse, zu schauen, wo stehen wir jetzt mit unserem eigenen Alter. Und es ist interessant, da sind zwei Ansätze wichtig gewesen. Wir haben mit der Südtiroler Haflinger Nordkrie Jugend eine gute Kooperation und mit dem Südtiroler Haflinger Pferdesportverein. Das heißt, die zwei sind als Organisation bei uns Mitglied. Und jenen Personen, die was Mitglied bereits in den Verein sein, wird da leichtere Einstiegsmöglichkeit im Verband geben. Das heißt, einfach zu geringeren Kosten vor allem. Und das hat dazu geführt, dass sehr viele junge Züchterinnen und Züchter aus dem Verein bei uns Mitglied geworden sind, beziehungsweise auch umgekehrt, die was bei uns zuchtaktiv sein, haben sich dann bei ihnen eingeschrieben, weil sie müssen zuerst bei ihnen eingeschrieben sein, um bei uns günstig einzusteigen. Und damit haben wir eigentlich insgesamt sehr viele Junge, die sich der Zucht und auch dem Sport
Naja. Eine super Sache, finde ich. Wohl. Wir sind jetzt eigentlich schon am Ende, Michael, mit unserem Gespräch. Ich danke dir für die Zeit. Ich habe wieder ganz viel gelernt in der knappen halben Stunde. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ich wünsche eigentlich noch eine ganz tolle Jubiläumsfeier in Studernsum. Vielleicht sehen wir uns. Ich muss noch schauen, ob es sich ausgeht. Auf jeden Fall danke dir für deine Zeit. Ja, danke auf jeden Fall. Und die lade alle herzlich ein, zum Festival nach Studernsum zu kommen. Danke. In der neuen Ausgabe des Südtiroler Landwirt, die morgen erscheint, geht es in der Titelgeschichte um den bäuerlichen Notstandsfonds, der kürzlich in Marling Rückschau gehalten hat auf das Jahr 2023. Dasselbe hat auch die Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund vor kurzem in Nals gemacht, bei ihrer Landesversammlung. Auch darüber berichten wir. Außerdem erfahrt ihr, was Absolventinnen und Absolventen der Uni Bozen nach ihrem Abschluss für tolle Jobs übernehmen, wie ihr um die Junglandwirteförderung ansuchen könnt und wie ihr am besten die Steuererklärung macht. Viel Spaß beim Lesen und auf Wiederhören in 2 Wochen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt.